Hallo, willkommen zum Golf mit Freude. Heute ist Teil 3, unser Kurzspielkurs für Golfer mit Handicap zwischen 36 und 54. Und es geht darum, diesen Bunker zu überwinden. Nur das wird höchstwahrscheinlich in einer Runde passieren, dass du wahrscheinlich mehrere Male sowas überwinden musst. Nur wenn du so eine Situation hast, ist es wichtig, dass du deine Aufgabe so einfach wie möglich machst. Ich spiele auf die linke Fahne. Ich mache den Schlag vor und dann reden wir darüber. Okay, das Erste, was du machen solltest, ist zu schauen, dass dein Griff stimmt. Die rechte Hand, also die tiefere Hand, muss so sein, dass das V zum Kinn zeigt. So oft sehe ich, wie meine Schüler so stehen oder den Schläger so halten. Was das Problem mit dem Griff ist, dass der Schläger sich schließt und der Ball sehr oft nach links geht oder dass die vordere Kante in den Boden kommt. So V zum Kinn. Dann, ich werde jetzt schauen, dass ich gerade zurückschwinge. Dieses flach ausholen ist sehr problematisch für das kurze Spiel. Oft trifft man den Boden zuerst. So merkt ihr, V zum Kinn, gerade ausholen. Und wenn ich jetzt den Schwung mache, ich spiele jetzt auf die rechte Fahne, schau bitte meine Hände an. Meine Hände sahen bestimmt ziemlich ruhig aus, aber was sie nicht waren, ist steif. Nur was wir auf gar keinen Fall haben wollen, ist das hier. Aber das ist genau der Punkt. Wenn du es schaffen kannst, den Körper zu drehen, dann wirst du automatisch ruhige Hände haben. So, schau meinen Unterkörper an. Ich stehe relativ eng zusammen mit den Füßen. Der Ball liegt in der Mitte der Füße. Ich öffne meinen vorderen Fuß. Und dann kann ich mich besser drehen. Und das ist, was ich machen möchte. Ich möchte mich drehen. Und dann sind meine Arme locker. Bitte versuche, so zu schwingen, dass dein Abschwung genauso aussieht wie dein Rückschwung. So, ich mache einen Schlag nach da, damit du direkt hinter mir bist. Und dann wirst du sehen, so wie der Schläger hochgeht, so kommt er runter. Auf eine Linie hoch und runter schwingen. So, was ich beschreibe, diesen Schlag als ein Chip mit einem Sandwich. So, durch mein Sandwich, durch den Loft, kriege ich den Ball hoch und durch die ruhige Hände treffe ich die Bälle. Die ruhige Hände ist meine Sicherheit. Und der letzte Punkt, bevor ich gehe, ich treffe den Boden am tiefsten Punkt und mein Gedanke ist eher, den Boden zu treffen als den Ball. Ich weiß, dass wenn ich den Boden in der Mitte meiner Füße treffe, da habe ich den Boden sogar ein bisschen links getroffen, den Ball und dann den Boden, dann wird der Ball hochfliegen. So, das ist auch eine gute Vorstellung. Treffe den Boden, nicht den Ball. Glaube an dein Sandwich. Der wird die Arbeit für dich machen. So, ich hoffe, dass ich diesen Schlag für dich einfach gemacht habe. Gerade, gleiche Bahn, schön schwach greifen, V zum Kinn, weich schwingen, dreh dich zum Körper, damit die Hände ruhig bleiben und dann kannst du so einen Schlag über den Bunker gut überwinden.